Mein Name ist Pascal Kropp. Ich bin seit 2015 Lehrgangsleiter vom Lehrgang Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter Rechnungswesen bei uns in der Weiterbildung und bin auch noch Lehrgangsleiter von der Handelsschule Edupol. Wir haben grundsätzlich drei Zielgruppen. Wir haben erstens Leute, die schon im Rechnungswesen arbeiten, die vielleicht einmal das KV gemacht haben. Zweitens haben wir wieder und Einsteiger ins Rechnungswesen, also Leute, die früher noch mal ein KV gemacht haben. Und zum Dritten haben wir natürlich Leute, die sich vorbereitet für den eidgenössischen Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen. Zulassungsbedingungen für den Lehrgang Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter Rechnungswesen sind grundsätzlich Finanzbuchhaltungskenntnis auf Niveau Abschluss KV, E- oder B-Profil. Nach dem Lehrgang gibt es grundsätzlich zwei Wege. Man kann in eine Administration gehen, in eine Buchhaltung, von einer KMU fast alles selber machen, also inklusive Abrechnungen, Sozialversicherungen, Mehrwertsteuer, das Tagesgeschäft, Buchungen abwickeln. Oder man kann sich weiterentwickeln Richtung Treuhand, dort einen Mandant selbstständig führen. Oder eben man geht den nächsten Schritt und dann in den Fachausweis rein. Der Lehrgang Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter Rechnungswesen ist keine Grundvoraussetzung für die Absolvierung des Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen. Aber er ist sehr, sehr empfohlen, gerade auch für Absolventen von einem KV. Man muss ja eine gewisse Berufserfahrung haben und die eineinhalb Jahre ermöglicht auch, parallel die Schritte zu gehen. Die Lerninhalte vom Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter Rechnungswesen sind vier Module. Wir haben einerseits Modul Finanzbuchhaltung. Dort geht es darum, um das ganze Tagesgeschäft können abzuwickeln von einer KMU mit allen Buchungen. Dann haben wir das Fachmodul Mehrwertsteuer, das heisst die ganze Abrechnung, das ganze Erfassen von allen Mehrwertsteuerbelangen. Plus das dritte Modul ist das Modul Sozialversicherungen. Heute ist das Thema sehr, sehr komplex. Da geht es um Taggeldberechtigung, da geht es um Mutterschaftsversicherungen, Kurzarbeitsentschädigungen etc. Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig heute, die Sozialversicherung. Und so ein bisschen die Krönung ist dann das letzte Modul, das ist finanzielle Führung. Kosten rechnen. Und dort schneiden wir natürlich Themen an, wie eine Mittelflussrechnung oder einen Betriebsabrechnungsbogen, wo wir eigentlich vom Niveau her schon fast ein bisschen Niveau Fachhochschule sind. Der Lehrgang schließt ab mit einem national anerkannten Diplom von edupol.ch. Das ist ein Zusammenschluss von über 50 Berufsfachschulen in der ganzen Schweiz. Und das ist ein grosser Vorteil. Der Lehrgang Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter Rechnungswesen ist national getragen.